Dann geht's weiter. Ah, schwimm schon. Gib Gas. Eisen, Kohle. Und Sackgasse. Sehr gut. Gut, Kohlesorgen brauchen wir uns erstmal nicht machen. Bleibt immer noch die Frage des Überlebens, also Essen. Ich habe hier gehofft, dass ein paar Monster mehr überbleiben bei der Sonne, wenn die kommt, aber irgendwie war nur ein Skelett über. Mann, da gibt's hier Kohle. Skelett. Mann. Entweder ist das über uns, neben uns, unter uns, irgendwo ist ein Skelett rum. Ich habe gerade das Gefühl, das sitzt mir auf dem Schoß. Kein Holz mehr, keine Fackel mehr. Hätte vielleicht mal diese Aktion jetzt hier auf Nacht verschieben sollen. Nehmen wir das Eisen jetzt auch mit. Es muss über uns sein, weil ich habe gerade Schritte auf dem Gras gehört. Also, wenn wir hier mal hochschwimmen, wenn das klappt. Es wird ein Schwert beschwaffnen und es wird dunkel draußen. Wohl doch nicht auf dem Gras. Muss woanders sein. Eigentlich logisch. So. Bauen wir mal den Baum da hinten um. Ab. Den brauchen wir jetzt mal. Ich habe kein Holz mehr. Was wir als nächstes brauchen, ist definitiv eine Axt. So, und dann gehen wir auch gleich wieder in die Hütte. Und machen uns erstmal eine Axt fertig. Bis uns niemand überrascht, machen wir das so. So. Ach, was mache ich denn da? Geht ja schon wieder gut los. Als erstes brauchen wir eine Axt. Als zweites brauchen wir Fackeln. Da ist ein Endermann. Das Skelett höre ich nicht mehr. Das heißt, es ist irgendwo unten in irgendeiner Höhle. Hier ist ein Setzling. Den pflanzen wir auch gleich wieder ein. Noch? Ah, ist der gleiche Endermann. Erschreckt mich nicht so. Oh! Ja, du mich auch. Wo wir Skelette finden. Es gilt ja schon Spinnen. So, den Weg machen wir jetzt erstmal zu hier.
Jetzt haben wir auch einen Weg hier rüber, müssen wir nicht mal springen. Hallo, Creeper. Oh, da drüben ist mal Party. Oh, oh, aber Skelettparty. Aber da ist ein Zombie. Das gibt Fleisch notfalls. Wenn ich den alleine kriegen könnte. Oh, wäre schön, wenn dies da bleiben und alle sterben in der Sonne. Das würde schön viel Loot geben. Oh, das. Ah, Skelett hat uns nicht gesehen. Creeper auch nicht, aber das. Oder Zombie kommt. Sehr gut. Und der lässt bestimmt ein bisschen Fleisch fallen für uns. Sag ich doch. Ah, Creeper. Ah, die sind aber weniger das Problem, solange wir nichts von hinten haben. Und solange sie so kommen, ist mir das auch egal. Gut, das war jetzt gerade sehr unklug. Jetzt sollten wir Kämpfe vermeiden. Nee, das gefällt mir nicht. Da spielen wir auf normal. Aber wollen wir ja noch ein bisschen mehr Spaß haben. Na, noch ein Sitzding irgendwo. Kein Sitzling. So, Balken ist wieder voll. Schauen wir mal, was wir jetzt so finden. Ah, Mitternacht ist rum. So, vielleicht kriegen wir ja ein paar Spinnen angelockt. Das ist natürlich ganz schön. Aber so wie es aussieht, nicht. Schade. Aber ich glaube, das Zombie hat uns gesehen. Nee, doch nicht. Ich gehe nicht näher ran wegen dem Skelett, das da rumschwimmt. Jetzt hat uns was gesehen. Ein Creeper und ein Zombie. Sehr gut. Oh, die ersten Zombie-Monster verschwinden schon wieder. Ja, damit können wir zumindest unser Überleben erstmal sichern. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn unser Überleben einigermaßen sicher ist, können wir auch mit den ersten Bauprojekten und Erkundungsprojekten loslegen. Na, das war so nicht geplant. Egal, füllen wir wieder auf. Hier setzen wir erstmal eine Fackel hin, dass es nicht mehr so schnell hier was spawnt. Treffen jetzt wieder hinten auf der großen Insel spawnt. Beziehungsweise da bleibt und nicht verschwindet.
Und da kommt auch schon wieder das nächste Zombie. Ah, die Sonne geht auf, sehr gut. Tja, ist noch nicht viel passiert innerhalb der ersten Stunde. Aber wir kommen langsam voran. Wir haben eine Behelfshausung, wir haben schon die erste Höhlenerkundung hinter uns. Die ersten Kämpfe. Aua! Au, au! Na, das lassen wir aber mal. Da haben wir noch eine Spinne. Ich weiß, es ist nicht gesund, aber besser als gar nichts. Da greift das gerade ein Skelett an. Au. Au, nochmal au. Und tot. Puh. Na, ah, die Creeper machen wir so platt. Da schwimmt ein Zombie im Wasser rum. Da liegt was zu essen. Ah, komm, 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 komm. Na gut, der wird sterben. Ohne dass wir sein Loot kriegen. Es sei denn. Genau, komm. Sehr gut. Oh, jetzt brauchen wir noch die Gräser wieder ab. Knochen haben wir auch bekommen, sehr schön. Oh, da liegt noch ein Knochen. Die dumm. Dumm. Und dumm. Und weg. Naja, sehr viele Samen gibt's nicht. Ja. Machen wir zurück. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen laufen. Jetzt kann man das erstmal mal hier so rumwerfen. Wie man sieht, sehr viel Wasser. Nur da hinten ist Land.